Moin, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind immer noch beim Holzmachen. Heute ist der Heiko mit dabei, Marcel mit dabei, Nils mit dabei und Heiko mit dabei. Und wir wollen weiter an unserem Holzpolder machen. Beim letzten Mal hatten wir ja schon mal angefangen. Einen Tag hatte ich euch jetzt nicht mit dabei. Da haben wir etwa 10 Raummeter geschafft. Am ersten Tag, das war ein bisschen kleckerhaft. Da hat man hier erst mal das Wasserrad repariert. Dann haben wir noch Holz geschnitten und dann haben wir alles angefangen aufzubauen. Und bis wir dann in die Gänge gekommen sind, haben wir am ersten Tag so 3 Meter geschafft. Das war nicht wirklich viel. Franz wollte noch mal mit vorbeikommen. Er wird wahrscheinlich gegen Mittag irgendwann aufschlagen. Es regnet, da will ich mich nicht beschweren. Denn wie ihr wisst, betreiben wir hier eine Wasserkraftanlage mit etwa 10 kW. Die läuft jetzt mit ca. 8 kW. Und wir haben den Spalter auf Strom umgestellt. Das heißt, wir spalten komplett elektrisch hier den Strom generiert von unserer Wasserkraftanlage. Der betreibt jetzt den Spalter, deswegen lassen wir einen Schlepper aus, brauchen keinen Diesel verknallen. Ich versuche immer so diese Holzaktion so abzutimen, dass das in etwa passt. Dass auch wenn viel Wasser im Fluss ist, dass wir anfangen dann die Elektromaschinen zu betreiben zum Holzspalten, sodass wir keine zusätzliche Energie benötigen, um das Holz zu spalten. Ne? Also. Hinter mir seht ihr unseren Holzplatz. Das ist mein Massey Ferguson 1004T Allradschlepper, 100 PS. Da könnte ich wohl den Spalter mit Zapfhelle antreiben, macht aber aus vorgenannten Gründen meiner Meinung nach keinen Sinn. Wir haben einen Grätzer Liegenspalter dran, den haben wir günstig Gebrauch gekauft, hat ein 6-fach Spaltkreuz drauf. Der war total fertig, der war total kaputt. Den haben wir komplett restauriert. Gibt es auch eine schöne Videoserie drüber. Wenn ihr Videos noch nicht kennt, schaut doch mal rein. Den Spalter haben wir elektrisch betrieben. Wir haben noch eine Stielkettensäge im Einsatz. Das ist eine MS-462 Profikettensäge. Ja, die hat ordentlich Dampf. Manche Hölzchen, die sind schon fast ein bisschen dünn, um hier mit der Stiel bearbeitet zu werden. Aber manche, da haben wir auch dickes Eichenholz. Wir haben ja sonst vornehmlich Buchen und Eichenholz. Da macht das natürlich auch Sinn, wenn man ein bisschen stärkere Säge hat. Generell geht es mit der stärkeren Säge sowieso besser von der Hand. Früher haben wir hier bei uns in der Gegend üblich, oder wie hier bei uns in der Gegend üblich ist, alles auf Meter gemacht. Haben die Meter dann erstmal aufgeschichtet. Also immer die Stammabschnitte auf Meter geschnitten, dann aufgeschichtet, trocknen lassen und dann nachher nochmal geschnitten. Ich habe einen Ether Holzvergaserkessel mit 50 kW, da passen 52 cm lange Scheite rein und deswegen habe ich hier komplett alles umgestellt. Gibt es auch eine Videoreihe drüber, der erst überlegt, vielleicht ein Bündelgerät zu bauen, ein Bündel zu machen. Die Frage, wie ist einfach das einfachste, wie ist das einfachste Prinzip, um hier das Holz machen zu können, und wir sind dann eben darauf gekommen, dass es das Beste und Einfachste ist, wenn wir einfach auf 50 cm schneiden. So haben wir es jetzt gemacht. Dann können wir das hier trocknen lassen, und wenn es trocken ist, dann fahre ich es unter Dach ganz direkt in der Durchfahrt aufstapeln, da wo wir auch unseren Holzvergaser stehen haben, können es von da aus wegpacken und dann in den Holzvergaser packen. Falls ihr dazu Videos sehen wollt, haben wir auch in der Playlist drin. Wie gesagt, heute ordentlich Unterstützung. Wir legen jetzt einfach mal los und machen ein bisschen Holz. Morgen.
ich habe jetzt ein Problem. Was meint ihr dann? Ein Stamm hier, Eichenstamm, der ist wirklich... Weißt du, warum sie den ins Brennholz geschmissen haben? Aber da ist nichts dran. Ich würde ihn eben zum Bretter schneiden. Wir brauchen jetzt eine Dreiviertelstunde, Stunde, um den rauszumachen. Da stehen 1, 2, 3, 4 Leute. 4 Leute für einen Stamm. Anhänger wegfahren, Rückewagen raus, abhängen. Ist total unwirtschaftlich. Und wenn man einen Schlepper nur schnell wegfahren, einen Bagger Schlepper anmachen, wegfahren. Anhängen mit dem Bagger. Ich ziehe ihn weg, Schlepper wieder hin. Ey, wenn, dann würde ich ihn da drüben auf den Haufen schmeißen. Ja, wenn oder das Slot gehen. Dauert sonst alles. Was meint ihr dann? Abstimmung, Demokratie. Ich bin dafür. Ich auch. Gibt schöne Bretter. Ich enthalte mich, komm. Eine Enthaltung, jetzt bist du Zünglein in der Waage. Noch eine Enthaltung. Ja, dann haben wir gewonnen, dann machen wir es so. Ja, was meint ihr denn? Was würdet ihr machen? Ich würde einen Auer aufheben. Stamm. Ich habe ein Bandsägewerk, das gibt die Schuhe. Du hast ein Sägewerk für ein Bretter. Ja, die Bretter sind aufgesicht, die sind Gold wert. Eben. Sind ja auch noch andere schöne Stämme drin, aber die sind alles Bananen und das lasse ich mir alles gefallen. Aber der Stamm, der ist... Ja, das könnten sie eventuell werden, Marcel. Zu der Zeit. Aber wenn wir sie klein sehen, werden sie... Drei Leute. Das ist nicht schlimm. Aber ihr könnt ja noch arbeiten, Marcel. Das ist doch was. Ich gebe jetzt gar nichts an. So. Das ist nicht schlimm. Hör auf zu schimpfen, Kerle. Du weißt, was die Dielen kosten. Ich weiß. Da bezahlt sie über 1000 Euro. Dann lasse ich die drei Leute auch mal gerne hier rumstehen. Wenn du das richtig rechnest, ist das schon in Ordnung. Wenn jetzt natürlich hier Leute stehen, hast die 50 Euro die Stunde Deutsch kriegen, dann ist das was anderes. Ein Hoch auf Wilfried. Guck den da auch durch da. Hier. Der ist für das hier, der vorne ist für das. Musst du einfach ganz langsam ausprobieren. Das ist nur gefährlich. Ich ziehe den raus, aber der wird hier die Ecke umreißen. Und dann, wenn ich ihn draußen habe, dann kann ich ja die Klammer holen. Ja, okay. Dann hänge ich ihn an und bringe ihn gleich da hinten auf den Polder. Und dann ist er weg. Und er ist in Sicherheit.
das da oben. Ganz eindeutig, wofür so ein Bagger gut ist. Ja, ich dir. Ich wollte ja gerne noch eine schöne Forstzange da dran machen. Voll ist er. Kamera, die Scheiben sind so grün, dass ich nichts sehe. Aber mit der Rückfahrkamera geht es eigentlich ganz gut. Ja, das ist das Holzlager vom Eichenholz. Direkt neben meinem Blockbandsägewerk. Ich finde, hier macht sich das gut. Für die anderen Stämme, ich weiß nicht, ich habe für einen Festmeter 180 Euro bezahlt oder so. Das war noch vor, das war noch vor der ganzen Krise. So. So. Können wir das schon mal bezahlen? Vielleicht kommt keiner durchsehen. Gerettet. Wäre so schade gewesen. Stämme hier, die sind so
Die haben wir jetzt gemacht, weil wir gerade dran waren. Aber der hier, da ist wirklich gar nichts dran. Da ist nicht die Bohne dran. Und jetzt haben wir halt drei Stück hingelegt. Zwei Stück davon sind so semi. Und ich sag mal, Balken kann man davon immer mal schneiden. Ne? Dann muss das auch kein perfektes Möbelholz sein. Aber der, den wir als erstes rausgeholt haben, der ist wirklich, der ist so gut. Es macht keinen Sinn, so einen schönen Stamm einfach zu vernichten. Auch wenn man manchmal es einfach der schnellere Weg gewesen wäre. Es regnet wieder ziemlich dolle. Wir widmen uns jetzt wieder unserer Kernaufgabe. Aber jetzt ist der Polder natürlich auch ein bisschen auseinandergerissen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Es wird dunkel, den Rest der Akku ist auch leer. Den Rest machen wir morgen. Wir haben heute keine Ahnung, wie viel Meter geschafft. Was meinst du, Marcel? Oh, hat gut gelaufen. Marcel meint auch, da sind sie alle hier, sind am Rauchen. Die Luft ist raus. Die Luft ist raus, Schlepper fahren wir jetzt noch weg. Wird jetzt eh dunkel. Ja. Nach Kettensäge scharf machen und dann für den letzten Angriff blasen. Ein bisschen ist noch da. Ich hoffe, man sieht es noch, schon ziemlich dämmerig. Das ist noch der Rest hier. Das wären auch noch mal, keine Ahnung, 7 Meter sein, 7 Festmeter, die müssen wir noch wegmachen. 30 waren es insgesamt, also zumindest habe ich die bezahlt. Das auf solchen Schlüssel holen oder wollen wir nicht? Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Das nächste Mal dann im Endspurt. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch mit dabei sein würdet. Lasst mal an. Abo und Like da und schreibt mal, was ihr von unserer Aktion haltet. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.